Es kann ja leider nicht jeder Präsident des obersten Gerichts werden oder Präsidentin, Herr Haas, Sie haben noch die Chance dazu, oder vielleicht zumindest Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs oder sowas. Aber trotzdem geht es an vielen Stellen darum, dass man den Rechtsstaat auch, ich sag mal, an der Basis verteidigt. Also nicht nur vor dem Europäischen Gerichtshof und in Auseinandersetzungen mit der eigenen Regierung, sondern vielleicht auch andernorts. Und diesen Geschichten sind wir in der Theodor-Heuss-Stiftung nachgegangen und haben uns für die Vertreter dieser drei Initiativen entschieden als Medaillenträger, die in gewisser Weise so kleine Mini-Gersdorfs sind, wobei ich das gleich zurücknehmen muss, weil wir traditionell sagen, der Preis und die Medaillen sind gleichwertig und Sie werden gleich hören und erfahren, glaube ich, warum das durchaus angemessen ist. Mandy Knospe vom Bündnis Hand in Hand, wenn ich mit dem mal anfange, das sozusagen das komplette Gegenstück zu einem Rechtsstaat, zu einem demokratischen Rechtsstaat, ist das, was wir so als rechtsfreien Raum bezeichnen würden. Und wenn wir uns zurückerinnern an die Ereignisse in Chemnitz im August letzten Jahres, dann gab es Augenzeugen und Reporter, die gesagt haben, ja, hier kommt der deutsche Rechtsstaat an seine Grenzen oder hier hat er vielleicht schon aufgegeben und die Straße oder die Hoheit in der Stadt den Rechten überlassen. Wie habt ihr das empfunden? Das kann man durchaus so sagen. An dem 26. August, nach dem Tötungsdelikt an Daniel, ist wirklich ein rechtsfreier Raum in der Innenstadt entstanden. Also es ist dort Selbstjustiz erfolgt von rechtsextremen Gruppen und Hooligans. Ein Bekannter von uns wurde selbst angegriffen, wurde vom Fahrrad gezerrt. Also wir können das nur bestätigen, was da passiert ist tatsächlich. Und an dem 27.08., als Pro Chemnitz und AfD zur Demonstration aufgerufen haben und einen Trauerzug durch die Stadt veranstalten wollten, war das ebenfalls der Fall. Also es waren über 8000 Menschen da, davon unheimlich viele gewaltbereite Hooligans, die auch aus dem gesamten Bundesgebiet angereist sind. Denen gegenüber standen ungefähr 1500 friedliche Demonstranten, wo auch wir mit drunter waren. Und dazwischen ungefähr 600 Polizisten, die von der Situation auch wirklich vollkommen überfordert war, was nicht an den Polizisten lag, sondern einfach an der Situation tatsächlich. Es sind rechtsextreme Hooligans permanent durch die Reihen der Polizisten auf die Gegendemonstrationen, haben da Machtdemonstrationen verübt, haben Gewalt angedroht, sind im Stadtgebiet an unserem Verein vorbeigezogen, haben gedroht, später wiederzukommen und sich um uns zu kümmern. Also das waren schon Situationen, die sehr angsteinflößend waren und wo man das Gefühl hatte, okay, hier passiert gerade was, was nicht passieren sollte. Das ist, um das auch nochmal, wir sind ja hier im Südwesten des Landes, wo man ja auf sowas blickt und das zum Glück vielleicht noch nicht so aus eigener Anschauung kennt. Wir kriegen dann immer mal wieder solche Bilder aus Plauen jetzt kürzlich, dieser Zug des dritten, dieser Partei der Dritte Weg. Das ist jetzt aber auch noch nicht Normalzustand in Chemnitz oder wie ist das Klima Normalzustand sozusagen? Normalzustand nicht, aber es ist auch so, dass tatsächlich auch vorher schon viele Situationen gab, wo Rechte einfach halt Macht demonstriert haben. Also bei unserem Verein wurden schon 4-5 Mal die Scheiben eingeschlagen. Es wurde eine Person tatsächlich angegriffen und auch verletzt. Und es ist tatsächlich, man weiß, dass das in Chemnitz so ist. Es war für uns jetzt nicht die Riesenüberraschung tatsächlich, dass das passiert ist. Es war trotzdem ein Schock. Und dann habt ihr eben gemerkt, auf die Institutionen, die den Rechtsstaat verteidigen sollten und müssen, könnt ihr euch vielleicht nicht genau in dem Maße verlassen. Und dann habt ihr sozusagen selbst das Heft des Handelns, das Grundgesetz, wieder in die Hand genommen. Wir haben eben von der Aktion mit den kleinen Grundgesetzbüchern gehört. Vielleicht mal so ganz praktisch gefragt, was habt ihr gemacht? Wer seid ihr? Wie habt ihr euch getroffen, als ihr das erlebt habt? Wie habt ihr dann die positive Energie da sozusagen gefunden, um das auch ein Stück weit zurückzudrängen? Es gab halt an dem Dienstag nach der Demonstration gab es direkt ein Treffen von sehr vielen Kulturschaffenden und in Chemnitz aktiven Menschen, die dem einfach was entgegengesetzen wollten, weil ja auch für den Samstag schon wieder ein Trauerzug halt von AfD und Pro Chemnitz angemeldet war.
in diesem Treffen wurde halt die Gegendemonstration besprochen und am Ende des Treffens entstand halt diese Idee, dass man eventuell diese Werbefläche, die an einem Punkt Hochhausen Chemnitz, wo direkt die Demonstration vorbeigehen sollte, nutzen könnte. Daraufhin haben wir den Vermarkter der Werbefläche angerufen, René König, so halb in der Nacht um 10, was man normalerweise auch nicht macht. Und er hat halt sich bereit erklärt und gesagt, ja, machen wir. Und das ist das war schon mal wirklich gut, einfach dieses Vertrauen halt auch dazu haben. Das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich, weil wir konnten in dem Moment auch nicht sagen, was wir da machen. Das war erstmal nur so, wir wollen irgendwie ein Zeichen setzen, wo können wir das machen, was auch möglichst sehr sichtbar ist. Daraufhin haben wir uns mit ein paar Leuten halt zusammengesetzt, und jemanden abgefangen, der gerade aus dem Atelier nach Hause gehen wollte, die Gabi Reinhardt, die heute leider nicht hier sein kann, die ist in Finnland gerade, ein Theaterstück aufführen. Und dann entstand halt diese Idee relativ schnell, weil das Grundgesetz, also es waren halt zwei Dinge, die einfach halt nicht mehr funktioniert haben in der Stadt. Einmal, dass die Würde des Menschen halt unantastbar ist, haben wir gesehen, war es nicht mehr. Das andere, dass halt das Gewaltmonopol auch nicht mehr beim Staat lag, sondern halt hier Selbstjustiz vollzogen wurde. Wir gehen mal weiter zu den Refugee Law Clinics. Die setzen ja an einer völlig anderen Ebene an. Ihr verteidigt den Rechtsstaat sozusagen dort, wo es darum geht, Zugang zum Recht zu kriegen. Dass also diejenigen, für die es besonders schwierig ist, sich in rechtlichen Institutionen, Verfahren und so weiter zurechtzufinden, dass die eine Beratung kriegen, dass die jemanden an der Hand haben, der ihnen hilft. Wie sieht das dann praktisch aus? Also wie arbeitet ihr eigentlich? Was macht ihr konkret? Ja gut, also das ist von LC zu LC ganz unterschiedlich. Also es gibt mittlerweile an die 40 LCs in ganz Deutschland. Die sind größtenteils an juristischen Fakultäten organisiert, aber oft nicht mit der Uni zusammen entstanden, sondern aus Eigeninitiative der Studenten als studentische Vereine und Initiativen entstanden. Und diese ganze Vernetzung hat erst im Nachhinein stattgefunden. Auch der Dachverband, die Oberstruktur des Dachverbands hat ist dann 2016 entstanden und deswegen sind die LCs in sich relativ heterogen auch, also aber meistens ist es so, dass eine Sprechstunde angeboten wird, wo die Leute tatsächlich selber hinkommen und da Rechtsberatungen auch direkt in Anspruch nehmen können oder dann in der Regel wird der Fall aufgenommen, ja, und dann wird ein Termin vereinbart für ein längeres größeres Beratungsgespräch, weil man das natürlich auch nicht ad hoc in 5 Minuten mal eben machen kann. Ja, man muss ja den Leuten, das ist ja das Wichtigste daran, ist ja den Leuten wirklich zuzuhören und ihre Geschichte im Ganzen irgendwie zu erfassen. Und da fehlt dem Rechtsstaat einfach die Zeit für. Ja, da fehlen die Rechtsanwälte für, die Rechtsanwälte sind überfordert, die haben nicht die Zeit, sich 2 Stunden mit jedem hinzusetzen und die komplette Geschichte aufzunehmen. Schon mal ein beruhigendes Zeichen für alle Juristen im Saal. Ihr seid nicht in Konkurrenz oder ihr ganz seht genau, euch nicht in Konkurrenz. Ja. Es läuft auch alles in Einklang mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz. Ihr dürft ehrenamtlich beraten und ihr treibt die Fälle in der Regel quasi maximal bis zur Klageerhebung. Dann übernehmen spätestens Anwälte. Das läuft auch alles unter Anleitung von Volljuristen, wie das halt auch vom Rechtsdienstleistungsgesetz vorgegeben ist. Also sowohl die Ausbildung, die meistens so im Semester einer Semestervorlesung manchmal, bei manchen LCs auch über 2 Semester tatsächlich läuft und die Anschlussfortbildungen, also es hört nie nach einem Semester auf, es wird immer auch fortbildend geschult, weil das natürlich auch wichtig ist, die ganzen Änderungen, die gerade in dem Bereich Migrationsrecht unfassbar schnell einfach kommen und in letzter Zeit, ja, wo es auch unheimlich viele Änderungen gab, einfach, wie die meisten von Ihnen ja wissen werden, weiterzugeben, ja, die Berater da auch weiter zu schulen. Diese Ausbildung wird natürlich von Volljuristen geleitet und auch die Beratung nachher wird supervidiert von Volljuristen. Also auch das ist alles qualitativ gesichert, sagen wir mal. Ja, und darum kümmern wir uns auch als Dachverband, dass wir auch Qualitätsstandards setzen wollen, die für alle LCs gelten und die auf die wir uns alle einigen können. Der Normalfall ist, die kommen zu euch in die Sprechstunde. Es gibt aber auch die Situation, dass ihr tatsächlich aktiv in Flüchtlingsheime geht oder sogar in Flüchtlingscamps fliegt nach Griechenland oder andernorts hin, um dort Beratung zu machen. Und dann trefft ihr auf die Menschen und erklärt ihnen das deutsche Rechtssystem.
Ja, in Griechenland dann eher nicht das deutsche Rechtssystem, genau, sondern irgendwie das Dublin-System erstmal und dann das europäische Rechtssystem und dann das griechische Rechtssystem. Da gibt es einzelne Projekte von der LC Berlin zum Beispiel, die in Samos dann berät, direkt vor Ort die Leute, auch von anderen, eine Mitgliedsorganisation haben wir, LCs Abroad hießen die früher, die heißen jetzt Equal Rights Beyond Borders, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die machen das tatsächlich auch nur im Ausland, also nur vor allem in Griechenland auch, aber die meisten sind halt hier lokale Initiativen, wie gesagt, und die gehen auch in Flüchtlingsunterkünfte mit der Sprechstunde, das haben wir in Köln zum Beispiel immer gemacht. In Köln gibt es jetzt auch ein ganz neues, tolles Projekt, Wheeling Justice nennt sich das, wo wir jetzt Gelder sammeln, um einen Bus zu kaufen und damit tatsächlich in die Erstaufnahmeeinrichtungen zu fahren oder in die Einrichtungen, wo die Leute halt jetzt quasi drin sind und auch schlecht rauskommen, ja, und auch schlecht irgendwo Rechtsberatung tatsächlich außerhalb in Anspruch nehmen können. Das heißt, sie wollen jetzt aktiv tatsächlich diese Unterkünfte anfahren. Und so gibt es in vielen LCs vor Ort einfach auch Projekte, wo aktiv auf die Menschen zugeht, zum Beispiel auch in Abschiebehaftanstalten gegangen wird und dort vermehrt jetzt auch Abschiebehaftfälle beraten werden, weil das auch ein ganz wichtiger Teilbereich ist, wo sehr viele Fehler einfach passieren in unserem Rechtsstaat, leider, aber auch aus Überforderungsgründen sicherlich, weil es ja nicht nur so aussieht, dass die Beratungslandschaft einfach viel zu lückenhaft ist, sondern auch die Justiz oft personell schlecht aufgestellt ist. Laura Zimmermann steht ja jetzt für die Schweiz, das ist ja für uns immer das Musterland der Demokratie gewesen über Jahrzehnte und jetzt hören wir, dass es da Initiativen gibt, von denen wir wieder was lernen können, die es aber auch deshalb gibt, weil es die in der Schweiz vielleicht auch braucht oder weil ihr den Eindruck hattet, ihr braucht das. Es gibt von dir den Satz, krass, das ist die Realität, in der ich tatsächlich lebe. Das hast du, glaube ich, gesagt, als es zum ersten Mal zu einer Volksinitiative kam, 2014 gegen die Masseneinwanderung in der Schweiz, was auch so der Auslöser dafür war, dass ihr gedacht habt, jetzt müssen wir was tun. Ja, genau. Also ich habe nicht nur mein Team, sondern auch meine Stimme zu Hause in Zürich gelassen. Ich entschuldige mich dafür, es wird irgendwie gehen. Ja, tatsächlich, also die Schweiz ist vielleicht ein Musterland oder man blickt darauf als ein Musterland. Es ist aber auch das Musterland für die Avantgarde des Rechtspopulismus in Europa gewesen unter dem Aufstieg der Blocherschen SVP in den 1990er Jahren. Ich bin damit groß geworden mit einem Narrativ, welches geprägt war von der SVP durchgedrungen bis in die politische Mitte, bis tief in die politische Mitte. Und den Satz habe ich im Zusammenhang mit einer noch früheren Initiative, die das Verbot des Baus von Minaretten in der Schweiz vorgesehen hat und angenommen wurde. Auch es steht in unserer Bundesverfassung, der Bau von Minaretten ist verboten, höchst problematisch mit der Religionsfreiheit zu vereinbaren, eigentlich gar nicht. Und so ging das immer weiter. Das waren grund- und menschenrechtswidrige Initiativen, die wirklich auch durchgekommen sind, zum Teil, weil das Narrativ so durchgedrungen ist und niemand dagegen aufgestanden ist. Und nach der Masseneinwanderungsinitiative hatten wir dann wirklich auch bei uns dieses Momentum, wo wir gemerkt haben, es steht einfach zu viel auf dem Spiel, um einfach nur zuzuschauen. Das gilt nicht nur in der Schweiz, das gilt auch gesamteuropäisch. Deswegen müssen wir auch zusammenhalten und deswegen bin ich auch ganz besonders berührt, auch über diesen Preis. Und gratuliere auch allen meinen mit Ausgezeichneten und denke, das ist auch ganz wichtig, dass man eben sich auf die gegenseitige Inspiration und auch den gegenseitigen Mut auch beruft, um auch weiterzumachen. Ihr habt ja jetzt, also wir, genau. Die Chemnitzer haben sich ja den rechten Demonstranten entgegengestellt, indem sie eben die Stadt mit dem Plakat Die Würde des Menschen ist antastbar und mit den kleinen Grundgesetzen ja in gewisser Weise auch zurückerobert haben. Ihr versucht auch den Rechtspopulisten den Diskurs zu entwinden oder die Diskurshoheit zu entwinden, denen was entgegenzusetzen. Was macht ihr denn konkret eigentlich? Wir zehren sie auf unser definiertes Spielfeld, um wieder in der Fußballsprache zu bleiben. Also wir hatten unseren ersten großen Erfolg vor etwas mehr als 3 Jahren bei einer Initiative, da ging es um die Ausschaffung krimineller Ausländer ohne rechtsstaatliches Verfahren. Das sah die SVP-Initiative so vor.
Es sah auch danach aus, als ob diese Initiative auch durchkommen würde, weil eben wiederum die SVP den Ton vorgab, wie man über die Initiative zu sprechen hatte. Und wir haben dann gedacht, nein, ihr sprecht jetzt mit uns darüber, welche rechtsstaatlich problematischen Aspekte diese Initiative hat. Und daraufhin haben wir sie aus dem Konzept gebracht, weil sie einfach nicht darauf eingestellt waren, dass niemand oder dass jemand kommt und ihnen eigentlich die Deutungshoheit auch abnimmt. Und wir hatten das größte Kompliment eigentlich vom damaligen Präsident der schweizerischen SVP am Abstimmungssonntag selbst erhalten, wo die Initiative mit einer deutlichen 58% Nein-Mehrheit abgelehnt wurde. Da hat er sich so kasterniert erklärt im nationalen Fernsehen, in der Elefantenrunde heißt das bei uns, ist ganz katastrophal meistens. Und er hatte Deutschland ganz anders. Ja. Ja, ich sage dazu nichts. Und da hat er halt gesagt, ja, ich weiß auch nicht, was passiert ist, aber irgendwann haben alle nur noch über den Rechtsstaat gesprochen und das war dann für uns schrecklich. Mandy, vielleicht kannst du noch mal berichten, hier klingt ja sowas an, wie aktiviert man eigentlich andere Leute oder die vielleicht auch die Mehrheit in diesen zerrissenen Gesellschaften und diesen manchmal auch gespaltenen Gesellschaften, in denen es ja gar nicht so ist, dass die Rechten immer die Mehrheit haben oder so, sondern wo sich einfach auch viele von dieser Deutungshoheit der Rechten irgendwie mitreißen lassen. Ihr macht ja auch andere Sachen oder ihr habt noch andere Sachen gemacht. Eben war von einer Wasserschlacht die Rede. Vielleicht kannst du mal so eine dieser künstlerischen Interventionen schildern. Was macht ihr, um die Mehrheit mitzureißen oder zu begeistern? Es gibt halt in Chemnitz auch relativ viele wirklich Initiativen, die wirklich versuchen, ein diverses, tolerantes Chemnitz zu etablieren, also wirklich sich dagegen zu stellen. Und eine ist halt die Wasserschlacht, wo der Thomas Heidenreich maßgeblich dran beteiligt war an der Organisation, wo es halt darum geht, halt Dinge auch mal auf die Spitze dann zu führen und wirklich zu zeigen, wollen wir das wirklich? Wollen wir wirklich eine gespaltene Gesellschaft? Und dazu haben wir halt aufgerufen, zwei Stadtteile in Chemnitz halt gegeneinander aufzuhetzen und quasi eine Schlacht in Form einer Wasserschlacht halt diesen Konflikt auszutragen. Und das aber mit wirklich Spaß und Freude an der Sache, ohne jetzt das ernst zu nehmen. Und dadurch halt eine andere Art von Diskurs halt darüber zu führen und halt ja Menschen über eine andere Art und Weise zu aktivieren und nicht nur mit diesen Gegendemonstrationen, wo dann halt gerufen wird, Nazis raus. Also man muss, glaube ich, andere neue Mittel finden, um Menschen halt wirklich zu aktivieren. Und da ist Kunst und Kultur halt sehr gut geeignet, wenn man einfach mal versucht halt Dinge die Perspektive zu ändern und halt neu auf was zu blicken. Laura, eines eurer Spielfelder ist ja das Internet. Also ihr macht viel Online-Campaigning und die Operation Libero zeichnet sich eben auch gerade dadurch aus, dass ihr viele junge Leute mitreißt. Ihr habt 1400 Mitglieder, die meisten wahrscheinlich eher jünger als die meisten Herrschaften hier in den ersten zwei Reihen, sag ich mal, mich eingeschlossen natürlich. Was macht ihr da, wie arbeitet ihr da, wie bringt ihr jungen Leuten oder auch Leuten, die vielleicht jetzt nicht jeden Tag großen Bock auf Politik haben, wie bringt ihr die dazu, bei Volksinitiativen mitzustimmen, sich in die Gespräche einzubringen und zu politisieren? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eigentlich mit eines unserer Unique Selling Points, würde man auf Englisch sagen, einer unserer Erkennungsmerkmale, und es ist eigentlich ziemlich einfach. Also die Kerntruppe bei uns ist, sage ich mal, zwischen 25 und 35. Wir sprechen auch die Sprache unserer Generation. Wir wissen ein bisschen, wie wir uns selbst auch abgeholt fühlen würden als politisch eher interessierte Menschen. Und man hat immer versucht, uns da irgendwie einzuordnen, als ob wir da eine wahnsinnig raffinierte Strategie dahinter
dahinter hätten und die Leute wirklich auch mobilisieren könnten. In Tat und Wahrheit haben wir einfach gerade gemacht, was man halt nach 3 Stunden Schlaf an einem Samstagmorgen so macht, und hat ein Meme gemacht und darauf geschrieben, naja, bist du verkatert, schlaf ruhig noch ein bisschen weiter, aber um 4 gehst du halt ein Abstimmungskuvert einwerfen und so solche Sachen. Und das funktioniert relativ gut in diesen Bereichen. Und wir haben beispielsweise auch ganz niederschwellig halt mit positivem Campaigning, aber auch mit aktivierendem Campaigning in einer kleinen Aktion die Leute dazu aufgefordert, auf die immer noch nicht eingeführte Ehe für alle in der Schweiz aufmerksam zu machen, indem man beispielsweise gesagt hat, naja, ich warte gerade seit 10 Minuten auf meinen Kaffee, jetzt stell dir vor, du wartest über 10 Jahre, dass du heiraten kannst als homosexuelles Paar, die Schweiz wartet. Das war so eine kleine Aktion, die über die ganze Schweiz hinweg dann ganz viele Leute aktiviert hat. Ich müsste das eigentlich zeigen können, das ist jetzt ein bisschen schwer ohne das Bildmaterial, aber es ist nicht nur die junge Generation, die wir auch ansprechen wollen. Ich glaube, es ist eine Frage der Wertehaltung, und die ist ganz klar Verfechtung des Rechtsstaates, der demokratischen Werte unserer liberalen Verfassung, und ist keine Frage des Alters. Und wenn ihr so, ich sag mal, etwas populär rangeht, da gibt es dann doch noch eine Grenze zum Populismus? Ja, also ich sage immer, wir leben in einer Mediengesellschaft, du musst in einer Aufmerksamkeitsspanne von einem Bild und 5 Wörtern dein wichtigstes Argument rüberbringen können. Entschuldigung, sonst hast du verloren, mal im Grundsatz. Also man muss vereinfachen, aber im Gegensatz zu populistischen Tendenzen, die eine einfache Lösung auf ein komplexes Problem versprechen, ohne das faktenbasiert zu hinterlegen, arbeiten wir immer faktenbasiert. Also deswegen glaube ich auch, es gibt eine Möglichkeit, populär zu sein, ohne populistisch zu sein. Auch wenn man natürlich da immer eine Gratwanderung macht und da auch immer reflektieren muss, wie weit macht man das Spiel mit, wie weit kann man vereinfachen, ohne zu lügen, ohne noch Fakten dahinter zu haben. Und das ist bei uns immer der erste und der wichtigste Punkt, ist bei uns der Inhalt. Und dann schaut man, wie weit man das auch rüberbringen kann, bildlich und vereinfachend. Die alle 3 von euch sind natürlich in Situationen häufig, in denen ich mir vorstellen kann, dass ihr auch auf total schwierige Punkte stoßt. Ja? Also Operation Libero wird natürlich auch angefeindet, kritisiert, Shitstorms etc. Die Situation in Chemnitz können wir uns, glaube ich, alle so ansatzweise irgendwie vorstellen, dass das nicht immer total einfach ist. Und bei den Refugee Law Clinics denke ich mir, ihr werdet ja permanent auch mit wahnsinnig schwierigen Schicksalen konfrontiert und wahrscheinlich auch sehr oft frustriert. Das ist man vielleicht als Jurastudent gewohnt, aber hier ist ja die Frustration nochmal eine ganz andere, dass man irgendwie sieht, man möchte vielleicht irgendwo helfen und man kommt nicht weiter oder es funktioniert nicht. Was macht euch da eigentlich stark oder was treibt euch an oder woher nehmt ihr dann den Mut und die Kraft, da weiterzumachen? Ja, ich glaube, Katrin hat das gestern auch schon ganz gut gesagt. Also der Hauptantrieb ist einfach der Mensch, egal welcher Mensch da vor uns steht, also der Mensch im Einzelfall, dem Menschen helfen zu können, auch wenn wir ihm, ja, wenn du sagst, also manchmal kann man ihm halt auch nicht helfen, ihm oder ihr, aber wir haben ja trotzdem die Motivation, also es kommen ja neue Menschen, wir haben ja die Motivation weiterzumachen, einfach dadurch, dass wir dann dem Nächsten helfen können oder dem Übernächsten helfen können, und wir nehmen die Motivation natürlich auch aus dieser Bewegung raus, ja, also aus dem, dass wir ganz viele ganz tolle Mitstreiter haben in den LCs selber, dass man ein unheimliches Zusammengehörigkeitsgefühl auch aufbaut, dass die ganze Bewegung in ganz Deutschland über die Grenzen einzelner LCs hinaus unheimlich gewachsen ist, dann unheimliche Vernetzung stattgefunden hat. Ja, wir mittlerweile weit über 1000 Aktive sind in den 40 LCs, und das finde ich halt auch so wichtig zu betonen. Ja, da steckt ja ein unheimliches Potenzial da drin für eine gesamtgesellschaftliche Veränderung auch. Und das ist mir auch so wichtig an dieser Bewegung, dass wir gerade, wenn man darüber nachdenkt, dass es größtenteils Juristen sind, also wir sind auch interdisziplinär aufgestellt, ja, wir haben auch viele Nicht-Juristen in den LCs, und das ist auch was Tolles, ja, dass wir dieses Interdisziplinäre auch, das schweißt auch irgendwo zusammen und bringt neue Perspektiven rein. Aber dieses Potenzial, was dahinter steckt, in der Gesellschaft tatsächlich
Schlüsselpositionen einzunehmen später mit diesen ganzen Menschen, die wir jetzt in der LC-Bewegung quasi sozialisieren, ja, und sensibilisieren für Themen, und denen wir unheimliche Schlüsselqualifikationen, Schlüsselkompetenzen beibringen, ja, die weit über das hinausgehen, was das juristische Studium, das immer noch recht oder sehr theoretisch angelegte und sehr langweilige, für viele von uns Juristen sehr langweilige Studium eigentlich umfasst. Es umfasst nämlich überhaupt keine praktischen Anwendungspunkte. Ja? Also was wir da an Schlüsselkompetenzen tatsächlich mit reinbringen können ins juristische Studium und dann auch in die Gesellschaft später, ja, wie das skaliert werden kann über diese Bewegung, da sehe ich einfach ein unheimliches Potenzial drin, und das gilt es weiter zu fördern, und das machen wir als Dachverband, und da würden wir uns auch noch mehr Unterstützung an den Universitäten tatsächlich auch wünschen, weil an vielen Universitäten immer noch nicht so das so angekommen zu sein scheint, ja, was da für ein Potenzial drinsteckt, auch für die juristische Ausbildung. Ja, das nehmen wir einfach mal so mit, genau. Also ich glaube, alle Juraprofessoren im Saal dürfen schon mal sehr nachdenklich werden, meine Damen und Herren. Ich glaube, was Sie jetzt gerade noch mal gesagt haben, macht noch mal eins ganz deutlich. Es ist eben nicht, Sie sind nicht die Menschen, die morgens aufstehen, das Leid der Welt sehen und zwingend handeln müssen, sondern es macht Ihnen auch Spaß. Ja, Sie nicken, sogar Mandy nickt. Ja, gut. Manchmal macht es Spaß oder es spornt zumindest an, wenn man mit Menschen zusammen so etwas machen kann. Und Frau Gersdorf hat eben gesagt, ich bin Optimistin und werde eigentlich ausgezeichnet für meinen Optimismus. Ich habe den Eindruck, dass das bei Ihnen dreien eigentlich nicht und Ihren Initiativen eigentlich nicht viel anders ist. Ich bin gespannt auf die Generation von Juristinnen und Juristen, die bald diesen Staat übernehmen, meine Damen und Herren, nachdem ich das jetzt gehört habe. Und ich möchte Sie nicht entlassen, ohne ein Wort von Hildegard Hamm-Brücher zu zitieren, an ihrem Geburtstag noch einmal in Richtung der eher autoritären Denker. Da hat sie mal gesagt, Ruhe und Ordnung gefährden eine Demokratie mindestens genauso viel wie Unordnung und Unruhe. Und ich glaube, für diese Unruhestiftung, die Sie betreiben, können wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank.